Anfang des Jahres erklärte Präsident Dmitri Medvedev über das Ziel Russlands, den Status der führenden Agrarmacht zurückzugewinnen. Das Unternehmen Uralchem ist einer der Spitzenreiter im Bereich der Herstellung von Mineraldüngemitteln. Sein Betrieb Voskresenske Mineraldüngemittel hält trotz der Weltfinanzkrise an diesem Kurs fest. Die Finanzkrise ließ das Unternehmen nach ungewöhnlichen Lösungen suchen. Heute produziert der Betrieb die für die Branche einmaligen Erzeugnisse. Die Innovationen haben es ermöglicht, die Effizienz der Businessprozesse zu erhöhen und Konkurrenzvorteile in der chemischen Industrie zu bekommen. Die europäischen Wirtschaftsprüfer bestätigen die Qualität der Produkte, die Umweltfreundlichkeit und Sicherheit des Betriebes sowie das hohe Tempo der Herstellung von Düngemitteln, die auf dem Binnen- und dem Weltmarkt gefragt sind. Die Produkte des Voskresenske Chemischen Kombinats liefert man in die Länder Lateinamerikas, Afrikas, Europas und Asiens. Der Generaldirektor der Voskresenske Mineraldüngemittel, Murat Chaparov, betonte, dass in der aktuellen Situation der Betrieb seine Positionen nicht aufgibt. Die vom Unternehmen eingeführten Technologien und die Modernisierung von Ausrüstung ermöglichten es, die Produktionspalette in kürzester Frist von 2 bis auf Düngemittelarten zu erweitern, erfolgreich komplexe Düngemittel und neue Produkte herzustellen, die von russischen und ausländischen Unternehmen schon erwartet werden.